Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 Breaking Point Story Modus. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Freunde, habt ihr Bock auf weitere Folgen? Habt ihr Bock, dass wir das durchzocken? Dann lasst mich das gerne wissen. Lasst ein Like da. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr den Story Modus bisher findet. Und natürlich gerne Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel abchecken. Wir starten direkt das 9. Kapitel. Mechanisches Versagen und Ärger mit der Teamstrategie haben Ackermann bei den ersten Rennen der Saison stark beeinträchtigt. Okay. So, die Rückkehr des Grand Prix der Niederlande. Sehr schön. Okay, Morgan West Interview. Ja, komm, lass mal gut sein. Aha. Zoe? Papi! Hey, Lilly. Na, was hast du heute gemacht? Ich habe ein Bild gemalt. Ja? Was für ein Bild denn? Das ist geheim. Okay, vielleicht kannst du es mir ja mal zeigen. Vielleicht. Gewinnst du heute, Papi? Ich hoffe es. Hey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Du. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kann ich mit Mami sprechen? Nein. Okay. Tschüss, Papi. Tschüss, Lilly. Alles klar. Gut, klingt nett, das Kind. Auch gar nicht irgendwie verwöhnt oder irgendwie so. Okay, ja, keine Ahnung. Aber immerhin hat sie nicht gefragt, ey, fliegst du jetzt? Weil Holländer fliegen doch, oder, Papi? Du kennst doch den fliegenden Holländer aus SpongeBob, oder? Hätte ja sein können, dass sie das fragt, wer weiß. Kennen die Kids heutzutage noch SpongeBob? Vier links und zehn Rechtskurven, also insgesamt 14 Kurven, warten hier auf dem engen und anspruchsvollen Circuit Sanford auf unsere Fahrer. Und jede Runde ist eine 4,2 Kilometer lange Berg- und Talfahrt durch die Dünenlandschaft und erfordert volle Konzentration. Sowas finde ich ja immer nice in der Aufmachung an der Strecke. Auf kann man sich dabei verlassen, und zwar auf die sensationelle Stimmung, für die die Fans hier in den Niederlanden immer wieder sorgen. Dieses Meer von orangenen T-Shirts gehört genauso zum Grand Prix wie die Strecke selbst. Wie immer natürlich Heimvorteil für Max Verstappen, aber auch Aston Martins Kasper Ackermann im Mittelfeld wollen wir im Auge behalten. Er wird hoffen, seine Form weiter zu verbessern. Das wäre natürlich prima hier beim Heimspiel. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die... Gut, das müssen wir uns jetzt nicht reinziehen. Du hast das Publikum auf deiner Seite, Kasper. Mach dir die Stimmung zunutze und tu, was du kannst. Naja, wenn ihr mich nicht wieder blockiert, weißt du? Mit euren Aktionen. Muss ich jetzt wieder 18 Runden fahren oder was? Hä? Oh, wir sollen aufs Podium... Oh! Sorry, Bottas, tut mir leid. Wir sollen aufs Podium fahren, okay? Oh, scheiße. Aber ist nur Verwarnung, alles gut. War wohl nicht so schlimm. Die Strecke hier ist übelst wild, Alter. Die ist wild. Alleine mit den Kurven und alles so. Wow, 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 wow. Die ist echt wild, die Strecke. Yo, yo. Mach mal Platz, Alter. Was ist denn los mit dem hinter mir? So. Ja, das wäre natürlich wirklich... Aber wird wahrscheinlich so sein, dass wir jetzt hier wieder alle Runden fahren müssen. Das ist natürlich, ja. Weiß nicht. Werde ich natürlich abkürzen. Aber wir nehmen natürlich erstmal die erste Runde mit. Dass ihr sie... Man seht hier die Strecke. Oh, Alter, schön die Curbs mitgenommen. Das ist bestimmt richtig gut fürs Auto. Wo ist eigentlich Jackson, der Lappen, ey? Jetzt, wo wir nicht mehr Jackson sind, ist er natürlich der Lappen. Und Ackermann ist der Boss. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht. So. Alter, das ist hier wilde Verteilung hier. Und ich breche hier einfach durch. Oh, ja. Halbwegs sauber. Halbwegs sauber. Kann man schon mal machen. So. Okay, Leute. Alles klar. Ich habe jetzt alle Runden beendet. Jetzt sind wir in der letzten Kurve. Und werden natürlich souverän erster Platz, ist ja klar. Ganz, ganz klar. Souverän. Verstappen ist mir kurzzeitig auch einfach hinten reingebrettert. Einfach fantastisch. Du hat sich dein Auto kaputt gefahren. Gemacht. 5 Sekunden Strafe auch noch. Also richtig geil. Einfach so. Einfach komplette komische Situation. Mit dieser überzeugenden Vorstellung lässt er alle Zweifler verstummen. Und mit diesem Podiumsplatz wird er mehr als zufrieden sein. Wir wissen ja, was er kann. Er hat es nur lange nicht mehr gezeigt. Großartiges Rennen von Ackermann und dringend benötigte Punkte für Aston Martin.
Da feiern sie mich, es ist meine eigenen Zeit, Leute. Den Topfahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Aston Martin steht heute ganz oben. Ist auch jedes Mal die gleiche Animation von Hamilton, wenn man Sieger ist, oder? Der geht immer sofort auf einen mit der Flasche. Jedes Mal macht er das Gleiche. Die Fans haben das wirklich genossen. Ah, schön, dass er sich freut. War auch leicht. Sie haben einen Podiumsplatz ergattert. Und das hier vor Ihrem Heimpublikum. Wie fühlt sich das an? Naja, für mich sind die Fans hier das Besondere an dieser Strecke. Ich weiß, dass die holländischen Formel-1-Fans sehr begeistert sind, wieder ein Grand Prix in den Niederlanden zu haben. Sie sind natürlich auch wegen Max hier, aber ich freue mich sehr über Ihre Unterstützung und darüber, dass ich Ihnen Grund zum Jubeln geben konnte. Sie hatten heute auch die schnellste Runde. Hatten Sie damit gerechnet? Alles, was das Team macht, dient dem Zweck, der Schnellste auf der Strecke zu sein. Das ist das einzige Ziel. Also ja, wir haben damit gerechnet. Das erwarten wir von uns selbst, bei jedem Rennen. Ob wir dem gerecht werden können, ist eine andere Sache. Aber wenn es klappt, ist es keine Überraschung. Darauf haben wir schließlich hingearbeitet. Wie ist die Stimmung bei Aston Martin? Optimistisch? Ist das Team glücklich? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Stimmung großartig ist. Jeder weiß, dass wir ein paar Probleme hatten und nicht alles optimal ist. Aber so läuft es eben manchmal. Bei jedem Beruf gibt es Schwierigkeiten zu bewältigen, auch in der Formel 1. Aber wir konzentrieren uns darauf, wieder besser zu werden. Klasse, das war dann alles. Klasse! Die ist auch innerlich komplett tot, oder? Wenn du dir in die Augen guckst, bei den Fragen stellen, wenn wir die beantworten. Hey, tolles Rennen heute. Danke. Nicht schlecht, Kaspar. Da kann man nichts sagen. Schade, dass dein Teamkollege dir nicht gratuliert hat. Naja, er ist halt noch ein Kind. Ein Kind, an dem Mercedes dran ist. Angeblich. Dazu kommt's nicht. Nein? Kannst du dicht halten? Ja, sicher. Sie wollen mich. Wirklich? Na, gratuliere. Behalt's erstmal für dich, aber es sieht gut aus. Also musst du diesen Jackson wohl noch ein bisschen länger ertragen. Wir kommen schon miteinander aus. Ich hab was anderes gehört. Aha. Ich hab mit eurem Mechaniker gequatscht. Der hat mir ein paar sehr interessante Sachen über Jackson gesagt. Weißt du, was sein Problem ist? Was denn? Er findet, du bist zu alt. Und nicht mehr schnell genug. Zu alt? Hey, Mann, das hat er gesagt, nicht ich. Magst du einen Rat? Beweis ihm das Gegenteil. Er sollte dich respektieren. So wie ich. Also, starkes Rennen heute. Ja? Ciao! Was ein kleines Wiesel, oder? Das ist so ein... Der hat auch nichts anderes zu tun, als bei fremden Mechanikern mal nachzuhören, was da los ist. Hey. Hey, Lilly tanzt in der Garage. Das musst du sehen. Kommst du? Muss mich nur noch um ein paar Dinge kümmern. Okay. Ich habe uns für heute Abend einen Tisch reserviert. Was ist mit Lilly? Deine Mutter passt auf sie auf. Klasse. Ich freue mich schon drauf. Grund zum Feiern, nicht wahr? Ja. Danke, Zoe. Ciao. Ciao. Kaspar, Jackson ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kaspar? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kaspar. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kaspar. Kaspar, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kaspar? Er ist nicht schneller. Lass Jackson nicht vorbei. Okay. Auch schöne Strecke hier, Kanada. Okay. Wow, wow. Bisschen der in die Wand geküsst. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Also das ist ganz... Also manchmal denkst du dir, ey, nice gemacht.
Und manchmal denkst du dir, irgendwie sind die ein bisschen alle verwirrt. Weil gerade eben, oh, lass sie vorbei, du bist zu langsam. Und jetzt, der vor dir, der ist ein paar Sekunden vor dir entfernt und so. Alter, Jackson, du willst es wissen jetzt, wa? Das ist auch, wie gesagt, ganz komisch. Letztes Rennen sollen wir ums Treppchen fahren, einfach so. Dann ist davor, sind wir zu langsam. Also, Jackson 14. Ich habe die sogar überrundet bei dem letzten Rennen gerade. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und jetzt ist er wieder der schnellste Fahrer des Feldes, oder was? Also, das ist eigentlich ganz komisch irgendwie. Richtiges Auf und Ab. Mal sind wir gerade gut genug, überhaupt ins Ziel zu fahren, so. Und mal sollen wir den Sieg holen, so mäßig. Ganz wilde Mischung hier, auf jeden Fall. Ganz wilde Mischung. Keine Chance da zu entkommen. Das ist auf jeden Fall vom Spiel extra so gemacht, dass es so bleibt. Auch keine Chance, den anderen aufzuholen, den Norris. Aber immerhin habe ich es jetzt geschafft auf über eine Sekunde Vorsprung. Sehr nice. So. Komm doch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, was jetzt sammel passiert. Ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Ne, klar, Jeff. Mach ich. Da fragt man sich schon, was bei Aston Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Red Bull ist der heutige... Gut, das müssen wir uns nicht angucken. Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei! Du sprichst nicht mal mit mir! Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach! Mir da draußen Platz verschaffen! Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen! Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum! Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Was? Was? Kaspar! Tja. Insiderbericht, die Lage bei Aston Martin. Aiden immer noch sauer auf Ackerman. Gut. Keiner ruft an, also ab zum nächsten Rennen. Nach einem schlechten Start findet Kaspar Ackerman sich am Ende des Feldes wieder. Doch der Einsatz, das meine ich. Doch der Einsatz des Safety Car. Okay, alles klar. Okay. Na gut, schauen wir mal. Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Der Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken. Ich versuch's. Tja, auch schöne Strecke. 10 Runden haben wir noch Zeit. Was müssen wir machen? Schließe zum Rest... Achso, okay. Das sollten wir doch hinbekommen, oder? So. Jetzt sind wir beide ganz hinten. Weißt du, Jackson ist raus komplett. Okay. Wir 19. Tja. Ein Auf und Ab, ey. Ich sag ja, GZSZ, ey. Ich frag mich ja, wie hat das Handy das Video aufgenommen? Das lief doch gar nicht, oder? Der Aufnahmebutton wurde doch gar nicht gedrückt. Sah es zumindest so aus, ganz komisch. Aber vor allem auch, wie die sich da so rumschubsen, ey. Also, das ist schon ein bisschen cringy gewesen, ne? Auch die Sounds dazu vor allem. Aber irgendwie hat es immer so einen Touch, oder? Auch so bei Need for Speed Stories und so, die wir gespielt haben die letzten Jahre. Es ist immer so ein bisschen so überdrehte Schauspielerei, oder?
Gute Arbeit, Kasper. Versuch auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Okay. Okay. Alles klar. 10. soll ich werden. Alter, ich bin 19. Okay. Gut, schauen wir doch mal. Okay, Leute. So, letzte Kurve. 6. Platz. Ziel erfüllt. Alles fürs Team getan, was man machen kann nach dem Ausfall. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Was muss Ackerman eigentlich noch machen, dass sie ihm mal wieder mehr Respekt geben? Auch das Team selbst. Gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte. Ganz im Gegensatz zum anderen Aston Martin-Fahrer Aiden Jackson, der nicht mal ins Ziel gekommen ist. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung. Und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Naja, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann ist die Stimmung bei Aston Martin im Moment alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Hier kommen die Sieger. Ja, das müssen wir nicht sehen. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Heute gab es für Sie offensichtlich Höhen und Tiefen, Kasper. Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Ja, es war heute nicht einfach. Irgendwie war ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Also bin ich froh, dass ich ein paar Punkte holen konnte. Das Safety Car hat mir eine gute Gelegenheit gegeben, alles zum Besseren zu wenden. Also ja, ich bin ziemlich zufrieden. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass Sie nur so gut abgeschnitten haben, weil Sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Ich glaube, Devin hat manchmal Schwierigkeiten, Ergebnisse zu akzeptieren, die ihm nicht gefallen. Wir wissen zwar alle, dass das Safety Car ein Rennen auf den Kopf stellen kann. Und heute war das nicht anders. Aber wenn Devin sich die Wiederholung ansieht, wird er sehen, dass nicht Glück am Steuer gesessen hat, sondern ich. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Es gibt Leute, die es ihm in letzter Zeit nicht leicht gemacht haben. Aber solche Phasen müssen wir alle hin und wieder durchmachen. Er ist ein talentierter und vielversprechender junger Fahrer. Damit kommt er schon klar. Danke für den Kommentar. Bin ich nicht nett, ja, oder? So bin ich ja. Eine Geschichte zweier Fahrer. So, Brian, tolles Rennen. Ja, ja, jetzt bist du wieder am Start, Brian, ne? Auf einmal. Brian. Kaspar, hast du kurz Zeit? Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich ja mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist. Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. Alles klar. Kaspar. Was gibt's? Wir müssen jetzt mal was klarstellen. Setz dich. Was klarstellen? Aiden denkt, dass du seinetwegen zurücktrittst. Tut mir leid, Kaspar. Ich respektiere dich. Sehr sogar. Und ich will nicht, dass du zurücktrittst. Ich habe das alles gar nicht so gemeint. Und du sollst wissen, dass, wenn du meinetwegen in den Ruhestand gehst, ich... Bitte sag's ihm. Diese Unsicherheit ist nicht gut für seine Leistung. Ich trete nicht deinetwegen zurück. Aber alle sagen, dass... Ich trete nicht deinetwegen zurück. War das alles? Nein. Du gibst ihm jetzt 2 Minuten deiner Zeit. Brian, ich bin doch nicht sein Psychiater. 2 Minuten, Kaspar. Mehr nicht. Alle sagen... Alle reden zu viel. Hey, ich trete nicht deinetwegen zurück. Ich hab's Brian schon nach Sanford gesagt. Tut mir leid, dass du es so erfahren hast. Es ist hart. Ja, manchmal. Die Presse. Social Media. Ich weiß nicht. Wie schaffst du das alles? Hör zu, es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die tun können, was wir tun. Ja, ich weiß, aber... Eine Handvoll? Du darfst nie,
niemals vergessen, was für ein Glück du hast, hier zu sein. Verstanden? Vergiss das nicht. Hey, Kaspar? Ja? Vergisst du es manchmal? Manchmal. Das passiert uns allen. Okay, gut. Die Saison geht weiter. Okay. Jetzt hält nichts drin. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel-1-Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Willkommen also zum großen Preis von Belgien. Okay, Freunde. Ich würde sagen, dann starten wir mal das Rennen in Belgien. Let's go. Komm schon, guten Start jetzt. Ja. Komm. Alter, was ist denn hier los? Warum ziehen die alle davon? Wow! Komm. War safe, war alles easy going, gar kein Problem. War komplett fair, würde ich sagen, oder? Aber hier, guck mal, hier mit Vollspeed. Aufpassen jetzt, niemanden berühren. Das ist schon krass, oder? Beim Start bei der Strecke ist schon heftig, aber jetzt gucken wir erstmal. Und ballern jetzt erstmal hier die erste Runde. Hoffentlich ohne irgendwie Crash. Lassen die mir Alter, fast hätte mich zerfetzt. Alter Schwede. Das war einfach zu viel Curbs. Ich hatte aber ein bisschen Schiss, zu früh nach links rüber zu ziehen. Oh, mein Fehler. Sorry. Tut mir leid, Ricardo. Tut mir leid, das war mein Fehler. Komplett. Komplett mein Fehler. So, welcher Platz müssen wir eigentlich werden hier? Fünft, okay. Unter den besten fünf. Alter. Hier wird es bestimmt regnen, oder? Was meint ihr? Oh, Junge! Alter, bist du des Wahnsinns? Warum ist das so schnell, Alter? Weil ich so scheiße gefahren bin, war die Kurve? Oh, ich hasse das, hinter anderen Leuten so nah hinterher zu fahren. Weil ich da immer reinkrache, gerade bei KI. Weil die immer viel, viel früher bremsen. Und manchmal schätze ich das dann falsch ab, wie man vorhin gesehen hat. Und dann knallt es halt, weißt du? So, schön. Jetzt aber den wenigstens, Ricardo wenigstens. Ja, komm. Alter, ich habe gebremst. Aber zu langsam. Es tut mir leid, ey. Ich fahre wie der letzte Raudi, ey. Aber ich krieg nicht mal eine Verwarnung, also ist alles easy. Wir rechnen mit Regen in ein paar Runden, Kaspar. Wiederhole, es wurde Regen vorhergesagt. Okay. War klar. Okay, schauen wir mal. Aber hier habt ihr gesehen, wie man fährt. Ja, merkt euch das, Freunde, merkt euch das. Wenn ihr gegen KI 20 bestehen wollt, weißt du, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Hier lernt ihr einiges. Zack, hier noch ein paar Drifts zum Sieg. Alles natürlich extra gemacht. Jawohl. Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Ja, weil ich Erster geworden bin. Okay, ich verstehe. Danke. Schöne Worte, Und Aston Martin ist wieder in den Top 5, Stefan. Trotz der diversen Dramen, die wir erleben durften, haben sie noch ordentlich Punkte gemacht. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber wenn man sich die Tabelle ansieht, machen sie sich besser, als man denkt. Unterhaltsam war Aston Martin in dieser Saison auf jeden Fall. Wenn auch nicht immer nur aus positiven Gründen. Ich bin gespannt, wo sie am Ende der Saison stehen. Sie sind schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Aston Martin hat es in diesem Sport wirklich weit gebracht und heute sind sie nach einem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Kapitel 12. Trotz der schwierigen Bedingungen liefert Kaspar Ackermann beim Grand Prix von Belgien wieder eine beeindruckende Leistung ab. Ich meine ja nur, das Team kann diese Saison wieder mithalten. So gut warst du. Ja. Du wolltest doch am Höhepunkt deiner Karriere abtreten. Wie viel mehr kannst du da noch verlangen? Auch was? Was ist? Nichts. Was? Nichts. Alles okay. So gut bist du schon lange nicht gefahren. Du hast Spaß auf der Strecke, machst ordentlich Punkte. Und trotzdem schmollst du? Ich schmolle überhaupt nicht. Was ist das? Hier, so. Na gut.
Es geht um Elden. Was ist mit ihm? Es geht ihm noch nicht besser. Ständig ist er betrübt und nervös und zaghaft. Als hätte er Probleme. Ich dachte, du wolltest ihn ignorieren. Ja, aber er ist fast noch ein Kind. Er braucht Hilfe. Von dir? Naja, wie viele Rennen bleiben mir noch? Worauf willst du hinaus, Kaspar? Sagen wir, ich hab noch 3 oder 4 Monate zu fahren. Was, wenn... Sag schon. Ach, vergiss es. Nein, komm schon. Du lachst mich aus. Nein, versprochen. Es hört sich dämlich an. Was denn? Was, wenn ich... Oh mein Gott. Was? Du bist weich geworden, nicht wahr? Ich wusste, du lachst mich aus. Du willst also die Formel-1-Welt verbessern, bevor du zurücktrittst. Du willst dem Team helfen und Aiden, egal was aus deiner Karriere wird. Wäre das so schlimm? Kaspar Ackermann hat also doch ein Herz. Das muss ich der Presse sagen. Komm, Zoe, ich mein's ernst. Wäre das so schlimm? Was schwebt dir vor? Das Team von Mercedes hat nächste Saison eine freie Stelle. Und manche sagen, er hat eine Chance. Das ist sein Traum. Und du kannst da was tun? Ich weiß es nicht. Alter, Ackermann, der Ehrenmann oder was? Okay. Ein Team in Schwierigkeiten. E-Mails. Will dir nur gratulieren, ne? In den anderen Kategorien, okay. Gut, weiter geht's. Nach einer beeindruckenden Erfolgssträhne und mit neu gewonnener Konzentration und Zielstrebigkeit. Sochi, Russland. Mercedes halten sich ihre Optionen offen. Brian? Kaspar, kannst du mal schnell ins Rechenzentrum kommen? Was gibt's denn? Das Team sieht sich gerade die Daten von P3 zu Ende an. Sie wollen ein paar Aspekte der Reifenstrategie mit dir besprechen. Ist ein bisschen spät dafür, oder? Naja, wir wollen eben nichts machen, womit du nicht einverstanden bist. Okay, ich muss nur hier oben erst fertig werden. Wir warten so lange. Wann immer du Zeit hast. Danke, Brian. Tja. Ein paar Runden vor Schluss hatte Ackermann mit seinem Aston Martin viele der Konkurrenten übertroffen. Eine alternative Reifenstrategie hat Ackermann anscheinend die perfekten Voraussetzungen verschafft. Kaspar, wir glauben, du kannst die schnellste Runde fahren. Jetzt? Ja, es sieht gerade gut aus. Versuch es. Kein Problem. Kein Problem, ich übernehme. Kein Problem mehr. Was soll ich schaffen? Fahre die schnellste Runde und schließe unter den besten 10 an. Okay, let's go. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, was so geht, ey. Auch die Kurve hier ist so geil, ey. Die ganze Zeit Topspeed. Oder Vollspeed, besser gesagt. Vollgas. Oh, ganz schlechte Kurve genommen. Ganz schlecht. Ganz schlecht von mir jetzt. Ja, trotzdem Bestzeit. Wie auch immer das möglich war. Zur Seite mit dir. So sieht's aus. Jetzt merkt man wieder, wie leicht es ist, die plötzlich zu überholen, weißt du? Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, okay. Auch schlecht. Alter, wie schlecht, Alter. Oh Gott. Egal, scheiß drauf. Oh Mann, ey. Kannst du nächstes Mal ein bisschen besser Platz machen, wa? So. Ey, wie habe ich da persönliche Bestzeit bekommen im zweiten Sektor? Das war doch richtig scheiße gefahren, muss man ehrlich sagen. Und, reicht es schon? Ja. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Klar doch, kein Problem, ey. Und jetzt noch 10. werden. So, Leute, die letzten Kurven. Auch das hat natürlich funktioniert. Entspannt. Aber ist schon ganz cool, so wenn die wirklich so Vorgaben machen.
was du erreichen sollst. Das ist ganz, ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie viel Schwierigkeiten gerade gibt es eigentlich hier bei dem Story-Modus. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ja, kein Problem. So ist echt entspannt zu fahren. Großartige Leistung von Aston Martins Kasper Ackermann heute. Er hatte die schnellste Runde, Stefan. Ja, und es passiert nicht so oft, dass sich jemand, der nicht für die drei Top-Teams fährt, diesen Extrapunkt holt. Aston Martin schien heute eine eher aggressive Reifenstrategie zu haben, aber es hat sich ausgezahlt. Unglaublich. Aston Martin kann jetzt durchaus um einen guten Platz im Mittelfeld mitkämpfen. Und vielleicht reicht es am Ende sogar noch zu Rang 4. Sie werden sehr zufrieden sein. Sie werden sehr zufrieden sein. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein Ja. Super Sieg. Aston Martin setzt eine alternative Reifenstrategie. Okay, das haben wir ja schon. Das hatten wir, glaube ich, so in der Art schon. Sochi-Zusammenfassung. Brian. Kaspar, ich wollte nur sagen, toll, dass du die schnellste Runde gefahren bist. Den Punkt können wir wirklich gebrauchen. Ja, das Team hat gute Arbeit geleistet. Und du bist gut gefahren, Kaspar. Also, gratuliere. Danke. Hey, es gibt Gerüchte, dass du die Team-Dinnerparty morgen schwänzen willst. Muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Ich komme zur Dinnerparty, Brian. Wir haben Grund zum Feiern und einen tollen Ort dafür reserviert. Es wird dir gefallen. Kommt Zoe auch? Das lässt sie sich nicht entgehen. Großartig, sehr schön. Freust du dich schon drauf, Kaspar? Los, sag ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Naja, immerhin. Wir sehen uns dort. Danke, Brian. Erstmal will ich euch allen zu der großartigen Leistung bisher gratulieren. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber ihr habt euch einen Applaus verdient. Ihr wart fantastisch. Und ihr habt es sicher schon alle gehört, das hier ist Kaspers letzte Saison als Formel-1-Rennfahrer. Also wenn ihr könnt, dann versucht bitte alles, um ihn davon abzubringen. War nur ein Spaß. Kasper, du wirst uns fehlen. Also gut, ich höre jetzt auf. Vorerst. Genießt den Abend und dann... Holen wir uns den vierten! Also, ich weiß, wie es hier läuft. Ich bin lange genug dabei. Und ich finde, du hast eine Zukunft hier. Ich habe schon viele Fahrer kommen und gehen sehen. Du bist was Besonderes. Du hast alles, was man braucht. Ganz ehrlich. Kaspar! Hi. Wo ist Zoe? Oh, sie ist hier irgendwo. Sie liebt sowas. Ah, und du nicht? Können wir uns setzen? Na klar doch. Setz dich, Aiden. Los. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Brian, ich würde das jetzt lieber nicht... Mir ist egal, was du lieber würdest, Aiden. Kaspar verlässt uns und ich weiß, dass deine Agentin sich umhört. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir drei in Ruhe reden können. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns nach Abu Dhabi nie wieder. Also komm schon. Was ist los? Bitte. Ich will nur einen ruhigen Abend haben. Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Ah, das erklärt den frostigen Empfang. Alle haben angefangen, über mein Alter zu reden. Und ich wollte mich beweisen. Beweisen, dass ich besser bin als der nächste Hit des Monats. Es war nicht deinetwegen, Aiden. Ich... weiß auch nicht. Und was ist mit dir? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte... Du wolltest lieber Ricardo. Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Was? Das stimmt gar nicht. Du fährst eine großartige Saison. Kannst du diese Zahl bestätigen? Ja, stimmt. Das war also die Vertragssumme, ja? Ja. Kann ich es ihm zeigen? Ihr seid mir schon wirklich ein paar Pfeifen, wisst ihr das? Du hättest es wissen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Nein, aber er schon. Es wäre ja fast witzig, wenn es nicht so tragisch wäre.
Wie viele Punkte uns das wohl gekostet hat. Naja, ich empfehle mich. Ihr könnt euch später bei mir entschuldigen. Was meint er? Mich Idiot. Warum? Fahrergetratsche. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Wer? Der, der mir in der Saisonvorbereitung gesagt hat, dass du den besseren Vertrag hast. Derjenige, der gesagt hat, dass du meintest, ich wäre alt. Und der hat dir wohl auch erzählt, dass ich dich nicht im Team haben wollte. Butler. Ich hab's geglaubt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Nein, du bist nicht dumm, Kasper. Ich hatte ihm das gar nicht zugetraut. Was hat er davon? Er hat mächtig Schaden angerichtet. Der Crash letztes Jahr. Der Streit in Kanada. Und all das hat es ihm nur noch viel leichter gemacht. Was können wir tun? Ihn schlagen. Ja, war schon ein bisschen dumm, auf den Typen zu hören. Also, ja, was soll man dazu sagen? Hey. Hey. Wie ist es heute für dich da draußen? Hart. Die Reifen werden in den S-Kurven etwas zu heiß. Ja, komm vor. Hast du einen Moment, Aiden? Klar. Wir sollen den vierten holen. Können wir Alfa Romeo noch einholen? Vielleicht. Butler fährt eine gute Saison. Sagt, er hat ein Angebot von Mercedes. Ich weiß. Er hat einfach mehr Erfahrung. Ich glaube, er kriegt die Stelle. Du hast gesagt, es war schon immer dein Traum, für sie zu fahren. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Okay, ich werde dir Platz verschaffen. Tut mir leid, wie es bisher lief. Mir tut's auch leid. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Danke, Kasper. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Danke. Wir arbeiten zusammen und helfen uns, so gut es geht. Na dann los. Bei mir haben wir den Sturz angepasst. So kann man die Reifentemperatur besser kontrollieren. Okay. Ich werde meine Setup-Daten an dich weitergeben. Probier's doch mal aus. Danke, Kasper. Frieden? Frieden. Okay, Freunde, ich würde sagen, hier endet das Ganze erstmal. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter, wenn ihr Bock habt. Und ja, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Haut rein. Tschüss.